Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe Online. Ja, endlich wieder Mario Kart. Die letzte Folge ist leider ausgefallen. Aber vielleicht war es auch gar nicht mal so schlecht, weil vom letzten Part habe ich doch eine kleine Pause gebraucht. Der letzte Part war so mit der schlimmste Mario Kart 8 Deluxe Online Part, den ich jemals persönlich hatte. Und daher war es ganz gut, dass ich da so ein bisschen Erholung jetzt bekommen habe. Damit wir ab heute wieder durchstarten können, geradeaus nach vorne Punkte kriegen und diese 20.000 Punkte wieder erreichen können. Im letzten Part ist so vieles schief gegangen. So viel Unfairness war da. So viel Gerage. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so heftig in einem Part geraged habe, wie im letzten Part. Das war, ja, und dann war es wirklich vielleicht nicht verkehrt, wenn dann jetzt hier eine Pause von 4 Wochen war, statt eine Pause von 2 Wochen halt, sonst ist halt dann dementsprechend einfach so. Aktuell ist noch keiner mit dabei, mal gucken, ob da noch jemand kommt. Und ja, wir fahren heute mit diesem Käfer-Parakäfer-Outfit. Oder wie die Dinger auch immer heißen, diese komischen Marienkäfer, die keine Marienkäfer sind. Ja, und 4 Wochen kein Mario Kart gezockt, weil, warum ist der Part ausgefallen? Ich hatte es ja schon hier und da mal erwähnt. Meine Switch war zur Reparatur. Jetzt ist meine Switch wieder heile. Wir haben inzwischen auch schon einen Livestream gemacht, wo ich ja so ein bisschen meine Switch getestet habe und da gab es keinerlei Probleme. Der Lüfter funktioniert wunderbar, der da jetzt neu drin verbaut ist. Und dadurch werden wir jetzt keine Überhitzungsprobleme mehr haben, worüber ich sehr, sehr froh bin. Ja, und das war halt dann jetzt so, dass ich dann ein Part ausfallen lassen musste, weil ich keine Switch zum Aufnehmen hatte. Ich hätte natürlich irgendwie Mario Kart 8 aufnehmen können, aber die Server sind ja geschlossen für Mario Kart 8, also für die Wii U. Also selbst da hätte ich nicht so wirklich ausweichen können, außer ein bisschen lokal zocken. Und das wollte ich dann auch nicht. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie Punkte machen. Viele Punkte möglichst. Ist eine Runde, die sehr durchwachsen ist, also wird schon schwer, trotzdem hier nach vorne zu kommen, aber ist mit Absicht so, weil wenn die anderen ein bisschen mehr Punkte haben, kann ich nicht so schnell auf Platz 3, Platz 4 Punkte verlieren. Ja, natürlich, einerseits werden wir ja geklaut und dann ist da eine Bombe. Jetzt bin ich wieder mal hinten und keine Münzen, 10. Platz. Yay, fängt heute schon super an. Aber ich versuche heute einfach gelassener an die Sache ranzugehen. Ja, natürlich muss ich Punkte machen, aber ich glaube, hier muss ich es jetzt wirklich mit Gelassenheit mal probieren, dass ich hier das hinkriege. Das wäre ja schon ganz gut. Gegen die Wände stoßen ist natürlich jetzt nicht so der beste Plan. 9. Platz bisher nur. Aber mit Pilzen kann ich vielleicht doch noch ein bisschen hier aufholen. Die Piana-Pflanze frisst mich nicht, dankeschön. Dann hier Doppel-Item her. Jetzt hier lang. Ich muss mich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch jetzt in die Steuerung wieder reinfinden. Weil, ganz einfach. Okay, 4. Platz, nice. Ich jetzt halt 4 Wochen kein Mario Kart 8 Deluxe mehr gezockt habe, sondern nur Mario Kart DS fürs Let's Play. Und das, da ist ja nur die Steuerung erstmal grundlegend anders. Aber die Runde war trotzdem erstmal schon mal erfolgreich. 4 Pluspunkte ist besser als nix. Und besser als Minuspunkte. Trotzdem muss ich sagen, dass ich für den 4. Platz jetzt mehr Punkte erwartet hätte, wenn ich mir so die Runde anschaue. Aber so ist es halt. So ist es halt. Ja, da sind wir trotzdem jetzt wieder hier mit am Start. Und generell versuche ich es jetzt ein bisschen mit Gelassenheit zu sehen. Problem ist so ein bisschen, also was ich wieder Angst habe, dass wieder so der Insider wieder passiert. In Form von, bald beginnt mein Praktikum. Und wenn ich jetzt wieder anfange hier zu ragen, so wie letztes Jahr, wie vor ein paar Jahren, das wäre wieder irgendwie typisch und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Darauf kann ich gerne verzichten. Daher heute wirklich ist mein Motto, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und so weiter und so fort. Und wir wissen ja selber auch, wenn man hier gelassen an die Sache rangeht, dann performt man auch besser, als wenn man sich krampfhaft versucht, auf den ersten Platz zu schummeln. Das ist ja nochmal, ja, weil man dann so rage und dann ist man leichtsinnig. Dann wird man ganz, ganz schnell leichtsinnig und das sind die großen Fehler. Auch einer der großen Fehler, die ich halt im letzten Part gemacht habe. Habe ich die Rote jetzt nach vorne geschickt? Nee. Doch? Doch.
Bombe dort. Ich weiß, dass der vor mir eine rote hat. Daher will ich den. Der hat sogar drei rote. Finde ich sogar ganz gut. Dann kann er den ersten da abschießen. Aber ich darf den halt jetzt nicht überholen. Komm, kannst du ihn mal abschießen da? Der macht das nicht. Dankeschön. Ja, gegen die Bananen da. Klar. Ah, der eine wurde getroffen. Jetzt geht's hier hoch. Der hat ein Abwehr-Item. Ist in Ordnung. Ich auch. Dann haben wir noch eine Runde vor uns. Natürlich wird mir die rote geklaut. Warum nicht von dem vor mir? Das wäre doch besser gewesen. Aber ich bin zweiter Platz. Alles gut. Ganz ruhig. Keine Hektik. Naja, auf diese Dinger da drauf komme ich eh nie. Weil ich nie dran denke, dass man da auf die Schwämme drauf kann. So, nächstes Item wurde mir geklaut. Nächste rote habe ich. Guck mal, da kann ich mir noch ein Item gönnen. Und keine Banane jetzt reinfahren. Das muss auch nicht sein. Die rote behalte ich zum Abwehren. Ich werde den davor. Obwohl, nee, nee. Da kommen nochmal Items. Zack. Oh, so, nochmal drei Pilze. Geil. Aber der erste ist im Ziel. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir sind auch im Ziel mit Platz 2. Und das finde ich super. Und irgendwie geht die ändert sich nicht die Musik. Bitte jetzt kein Disconnect. Wehe. Wehe, Nintendo. Dankeschön. Boah, ich krieg ja schon Herzrasen bei sowas. Das wär's jetzt gewesen. Komm, komm. Punktanzeige. Bitte, bitte, bitte. Sind alle im Ziel? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, wie kommt keine Punkteanzeige? Bitte nicht. Komm. Gib mir die Punkteanzeige. Danke. 16 schöne Punkte. Sehr, sehr schön. Boah, wäre ich jetzt hier rausgeflogen. Ich hätte geheult. So, Blade ist jetzt mit am Start hier. Wir kriegen Todesbiss, eine Strecke, die ich auch wollte, weil auf dieser Strecke bin ich eigentlich immer relativ gut. Ich gehe jetzt nur darauf, wo auf welchen Strecken ich gut bin. Nicht Strecken, auf die ich Bock habe, sondern wirklich, wo ich einfach gute Chancen habe, Punkte zu machen. So. Mario und GTI hier neben mir. Sebastian Jannissen vor mir. Komm hier, jetzt ist schön ein bisschen snipern, schade. Ah doch, mit Bande, sehr schön. Das war doch erfolgreich. Ja, konnte er ja gerade abkürzen. Hat er ein Abweiten? Nein, hat er nicht. Komm hier, Bam. Chance musste ich jetzt nutzen. Ich hoffe, dass ich da jetzt ein Abweiten kriege. Oder dass keine rote kommt. Okay, Abweiten. Ja, sorry, der hat eine Pflanze. Ah, okay. Wir sind jetzt auch gar nicht mal so viele. Wir sind 8 Mann vielleicht. Ich glaube 8 Mann oder 7. Irgendwie so um den Dreh. Aber meine Prediction war richtig, dass ich hier doch einigermaßen gute Chancen habe. Hat er noch eine zweite Runde? Oder eine dritte? Mist. Komm, jetzt Rupe. Komm, Mario Kart. Schade. Aber nicht so schlimm. Ach, der neben mir ist in eine Banane da reingefahren. Sehr schön. Wenn es an der Unfähigkeit der anderen liegt, dann ist mir das recht. Ist letzte Runde? Ja, es ist letzte Runde. So. Letzte Runde, so wie immer. Es kommt noch eine rote. Jo. Und. Nehmen wir den zweiten, ne? Wow! Yes! Boah! Nice! Ich hab den hinter. Hier noch mit der roten abgeworfen. Ja, das habe ich neu gesehen. Da habe ich neu in ihn geguckt. Wow, 45 Punkte bis zu den 20.000 fehlen noch. Komm, let's go. Ich wollte Kalimari Wüste, aber wir kriegen Sydney. Ist auch okay. Sydney hatten wir heute noch nicht. Wir hatten vorhin Amsterdam, wo du noch nicht dabei warst. Das war die andere Strecke. Ach, hier Bad Parkour. Und ich habe jetzt voll Start geben verpennt. Na toll. Na egal. Let's go hier. Boah, ich muss trotzdem sagen, ich bin so ein bisschen angespannt und aufgeregt. Weil hier alles stimmen muss.
Das stimmt zum Beispiel jetzt nicht. Ja, und wenn ihr Bock habt, Mario Kart mitzuzocken, am Sonntag gibt es einen Mario Kart Livestream ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr am Sonntag. Diesmal nicht am Samstag, sondern am Sonntag, weil ich Samstag arbeiten muss. Und Samstag muss ich dann schon lange arbeiten. Länger als sonst. Weil da ist bei uns ein Fest, wo ich dann mit aushelfe. Und da bin ich halt Samstag auch abends unterwegs. Naja, Sonntagstream. Aber ist ja nicht so verkehrt. So, wir sind hier alle sehr eng aufeinander. Da vorne schon Blade. Blade ist aktuell nicht Erster. Ja, ich wurde getradet am Anfang. Ja, ich wollte jetzt mit der Feuerblume, aber gut, da wird sie mir geklaut. Das war. Ich habe zwar kein Item bekommen, aber ich habe wenigstens die Kurve bekommen. Welcher Platz bist du? Gerade Vierter, weil ich gegen dieses komische Ding in der Mitte gefahren bin. Ich würde nicht den Beschleunigungsstreifen nehmen, da liegt eine Bombe. Okay, oh, nee, danke dir. Ich hab dich schon getroffen, mach. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber die Rote hat mich gerade eben einfach ausgelassen. Ich hatte kein Abwehr-Item. Nice. Vielleicht will Mario Kart das vom letzten Part gut machen, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. So, wäre aber schön. Aber da gehört noch ein bisschen was dazu. Oh, schön. Och, nee. Nein. Okay. Nein, mein Opa. Offen, danke. Ich wollte gerade noch die Opa einsetzen. So aneinander. Links eine Banane, rechts eine Banane. Wir haben beide da Bananen hingesetzt. Oh, ich habe einen so getroffen mit meiner. Sehr schön. Hast du noch ein Abwehr-Item? Bestimmt. Naja, wie dem auch sei, hier, bam. Nein, ich hatte einen Pilz. Ja, okay. Dann hast du den ersten Platz sicher. Und ich ja eigentlich jetzt den zweiten Platz. Ja, passt. Ich bin zufrieden. Ja, also genau das umgedrehte Ergebnis wie beim letzten Rennen. Ja. Und wieder Pluspunkte. Yes. 14 Stück. 14 richtig schöne Punkte. Huiuiuiui. Also es fehlen nicht mehr viele Punkte. Und auch wenn wir es heute nicht schaffen, haben wir am Sonntag wieder die Möglichkeit im Stream. Ich wollte ja schon vor ein paar Wochen Mario Kart Stream machen, musste ja aber auch wegen meiner Switch ausfallen. Daher wird das jetzt dieses Wochenende. Na gut, lange Stream werde ich wahrscheinlich nicht. Das kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Ich sagte zwar im letzten Splatoon Stream, dass ich da nicht lange streamen werde, aber eventuell werden sich dann nochmal ein bisschen die Pläne ändern, dass ich doch ein bisschen länger streame. Kann ich aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kann ich das noch nicht sagen. Daher, ihr werdet es am Sonntag dann sehen. So, mal ein paar Grüne nach vorne und hier, bam, haben wir dich. Nein, Sebastian, das war nicht so toll. Das war sogar nicht toll. Aber ist halt so. So. Oh, nice. Okay. Oh, nice. Ich hab ein nices Item. Ich habe zwei nice Items. So. Hier könnte ich ja erstmal meinen dritten Platz so ein bisschen saven, oder? Könnte man mal. Ah, okay. Nicht, wenn ich gegen die Wand da fahre. Und Staffel Och, kommt. Nee. Hier, du kriegst noch eine rote ab. Und hier noch eine rote für Weg vorne. Damit. Hattest du eine Hupe? Ja, ich hatte eine. Wow. So, die Pianapflanze. Oh mein Gott, der neben mir hat auch eine. Naja! Du kannst so sein, dass du vor den Items zu blitzt wurdest. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, die Items sind trotzdem jetzt nicht die allerbesten. Zumal ich mich selber mit der Grün treffe, obwohl ich drei Rote um mich herum habe. Und dann überhole mich vier Kugelblies. Waren das gerade vier oder drei? Ich glaube, es waren sogar vier. Wow. Ja, wir haben uns meine Münze geklaut. So. Jetzt wieder ein bisschen aufholen. Nochmal eine blaue. Let's go, jetzt hier ein bisschen. Yep, das war's mit Platz 1. Der eine Yoshi hat sogar noch eine rote. Ja, und ich gucke gerade, ich auch. Rote. Ich hab einen Kugelbilly auf Platz 6, war ich? Kann sein, dass ich Platz 6 war. Kampf. Okay. Was kann ich daraus machen?
Ja, okay, dritter Platz. Ich bin zufrieden. Ich habe überlegt, ja, ob ich irgendwie dich noch überholen kann. Aber du hattest halt eine rote und ich wusste nicht, wie ich das so mache, ich dass ich zwei, dann ja. vor dir lande und nicht von der roten neu getroffen werde oder zu spät halt getroffen werde. Ja, 9 Punkte. Nehme ich trotzdem mit. Das nehme ich mit. Weiter so. Dies ist jetzt das vorletzte Rennen und ich denke nicht, dass wir hier in diesem Part noch die 20.000 Punkte erreichen. Das heißt, das ist wirklich dann das Ziel für den für den Stream am Sonntag. Es sei denn, ich werde jetzt hier nochmal zwei richtig gute Plätze kriegen. Da müsste ich aber noch mindestens einmal Erster werden. Und vielleicht sogar auch nochmal ein zweites Mal Erster oder zumindest Zweiter. Erster und Zweiter oder so. Denke ich zumindest. Aber naja, wir geben uns Mühe. Der sollte eigentlich auf den anderen gehen, aber ist nicht so schlimm. Ja gut, der hat eine Abweitung. Na egal. Wer ist da vorne auch noch? Ja, ich wollte den sogar abwerfen. Mir ziemlich nah war. Achso. Der hat eine Münze. Eine einzelne Münze. Hat der noch ein anderes Abweitung? Du kannst so sein, dass du wirklich nicht gerade in der Höhle warst. Da war gerade hat gefühlt ein Feuersturm. Ja, mein. Ich hab drei Leute hatten Feuerblume dort drin. Wow. So, ich bin jetzt auf den ersten. Jetzt darf natürlich kein Starry kommen oder nichts anderes doofes. Der hinter dir hat 3 Bananen. Okay. Ach, was ist das? Ah gut, das ist Pech. Ich hab ihn getroffen. Ich wusste nicht, dass die Pflanze da wieder landet. Okay, gut. Man lernt nie aus. Okay, da vor mir hat 3 rote. Nur noch eine rote. Mach den da vor mir noch weg, bitte. Kommt, schieß die eine rote ab. Dankeschön. Ach, du hast noch eine rote. Ja, schieß ruhig ab. Wunderbar. Machst du gut. So. Nein! Bin in deine grüne reingefahren. Ich wollte eigentlich den anderen treffen damit. So, jetzt letzte Runde. Jetzt muss noch irgendwie ein Wunder passieren. Aber ich krieg nur ein einzelnes Item, weil da eine doofe Banane liegt. Was? Ich krieg nur eine grüne? Ernsthaft? Aber dafür mache ich trotzdem noch ein paar Plätze gut. Krass. Ja, ich hab den einen noch getroffen am Ende. Okay. Ja, dritter Platz. Mal gucken, wie viele Punkte ich kriege und wie viel mir jetzt fehlen. Vielleicht reicht das schon, wenn ich in der nächsten Runde Erster werde. Oh doch, das könnte tatsächlich reichen. So, dritter wird reichen, wenn ich dann nochmal 11 Punkte kriege. Krass. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier jetzt mindestens Dritter werden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir als Dritter 11 Punkte kriegen, also so viele Punkte. Ich dachte, das wären so, ja, 7 vielleicht maximal. Aber doch mehr Punkte als gedacht. Das heißt, wir können jetzt mit Dritter sogar das schaffen. Ob wir natürlich gleich mit Dritter auch wieder 11 Punkte kriegen oder nur 10, weiß ich natürlich nicht. Daher, sicherheitshalber den zweiten Platz anvisieren. Also entweder 10 oder 11 Punkte bekommst du. Ja. Also, es muss nicht sein, dass ich mit Dritter die 20.000 jetzt knacken werde. Dass ich den da eben getroffen habe, war irgendwie weg. Ja, toll. Jetzt wurde ich von der Grünen getroffen. Ja, ich bin unzufrieden, dass es Excitebike-Stadion ist. Und ich krieg jetzt keinen richtigen Boost, weil ich... Ah, Mann. Weil das ist so ein bisschen ja auch Itemglück und generell Glück, dass man nicht getroffen wird. Das ist so eine Stage, die mir jetzt so gar nicht gefällt. Ja, aber auf dem ersten sollen es aber auch nicht gerade besser. Du musst halt hoffen, dass keine Blue Shell drankommt. Ja, aber du bist wenigstens vorne. Ich muss erstmal hier ordentlich aufholen. Bananen liegt auf dem Beschleunigungsstreifen. Ja. Vor mir sind direkt 3 Leute. Die kann ich überholen. Dann bin ich jetzt auch Dritter. Fünfter, Vierter, Dritter. Ja. Dann muss ich die erstmal irgendwie überholen. Hat der eine gerade ernsthaft 3 Pilze auf Platz 2? Kann ich dir nicht sagen. Was ich sagen kann, dass ich nicht nach vorne komme aktuell. Aber doch, jetzt schon ein bisschen mehr. Ich hab so einen Lack. So, komm jetzt mal Blitz, Blitz, Blitz. Ich hab kein Item. Doof. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich die anderen treffen damit. Alles gut. Ich bin verdammt konzentriert, aber alles gut. War auch ein bisschen meine eigene Schuld. Weil ich kein Item hatte. Hätte ein Item kriegen müssen. Ein einziger Pilz, was bringt mir das? Nein.
Ah, sorry. Ich glaube, ja, ich habe dich mit meinem Feuer nochmal getroffen. Ja, ich glaube, selbst dann, wenn ich da jetzt nicht getroffen worden, dann wäre es auch nicht gewesen. Guck mal, ich krieg jetzt nur 2 Punkte. Vorhin habe ich beim 4. Platz 4 Punkte bekommen. Das heißt, ich glaube, mit dem 3. hätte es auch nicht gereicht. Naja, dann ist das Ziel für den Stream jetzt klar. Die 20.000 Punkte wieder machen und dann vor allen Dingen auch ausbauen. Daher, ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Heute gab es zwar keinen Gerage, aber doch so manche Momente, wo ich so ein bisschen Angst hatte. Daher, bei Blade bedanke ich mich, dass er mit dabei war, mitgefahren ist und bei euch zuschauen. Bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.